Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schaut mich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir von einem Rare in Revendreth bekommen können. Und zwar befinde ich mich hier in Revendreth auf den Koordinaten 38, 71. Und hier haben wir einen Rare Mob, der schimpft sich Weltenrandfresser. Und über diesen können wir das Mount bekommen. Er droppt es nicht direkt, aber dazu erst später mehr. Jetzt wollen wir uns erstmal darauf konzentrieren, wie kommen wir dazu, dass wir den Mob umhauen können. Und zwar brauchen wir eine Ressource. Diese Ressource nennt sich verlockendes Anima. Und dieses verlockende Anima müssen wir hier in diese beiden Pfannen, diese beiden Kohlenpfannen, einlegen, aktivieren, dann geht das Feuer an und der Rare taucht auf. Wir können ihn umboxen. Der hat schon ein bisschen Leben, 600.000, 700.000, also wenn ihr nicht ewig drauf rumklopfen wollt, solltet ihr euch eventuell eine Gruppe für das Ganze suchen. So, wo bekommen wir jetzt dieses Anima her? Wir müssen hier diese Mobs umhauen. Die übergriffigen Milben droppen das. Dann übergriffiger Fresser kann das auch droppen. Also sprich, diese ganzen bläulichen Kreaturen können diese Items oder dieses Item droppen. Und zwar sind die eigentlich hier in dem kompletten Bereich, ne? Also hier das Zeug müsst ihr holen. Könnt es auch in der Gruppe machen. Da gibt es auch immer mal wieder Gruppen im Tool. Den Weltenrandfresser einfach danach suchen. Oder nach English World, da findet ihr dann auch Gruppen drin, die das Item farmen. Legt es ein, Mob kommt, ihr haut ihn um. So, jetzt habt ihr eine Chance, dass ihr dann ein Item gedroppt bekommt. Und dieses Item schimpft sich dann beeinflussbarer Fresserbrut oder beeinflussbare Fresserbrut. Und wenn ihr dieses Item gedroppt bekommt, ihr seht es im Chat, aber ihr kriegt es nicht ins Inventar. Das hat mich am Anfang auch irritiert, dass ihr quasi das Item laut Chat bekommt, aber nicht im Inventar habt. Wenn ihr dieses Item habt, dann geht nämlich eine kleine Questreihe los oder ihr könnt eine Questreihe starten. So als Randinformation, das Ding hat eine 7%ige Drop-Chance, also nicht sonderlich hoch, aber ja, ich habe es jetzt nach 10 Kills aufwärts doch bekommen, sogar um mal 2 Chars, also waren es dann insgesamt wahrscheinlich um die 20 Kills, die ich mittlerweile drauf hatte. Hat jetzt einigermaßen Luck gehabt. So, sobald ihr dieses Item quasi bekommen habt, ihr habt es wie gesagt nicht im Inventar, aber im Chat steht es zumindest, dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr eine Questreihe anfangen könnt, um das Mount zu spielen. Wie funktioniert das genau? Wenn ihr das Item ins Inventar bekommt, dann rennt anscheinend so ein kleiner Mob von denen hier, von diesen Viechern weg, vom Boss in Richtung Endmorast, also hierhin. Ja? Und dem müsst ihr einfach nachlaufen. Ich habe das Viech ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, es ist ein Item gedroppt, es ist nicht im Inventar und war ein bisschen verwirrt. Ja, ich dachte, wo ist mein Mount? Und jetzt ist es so, sobald ihr nämlich hier in den Endmorast reinlauft, kommt nämlich so ein kleines Viech und gibt euch jeden Tag eine Quest. Ihr müsst 7 Tage lang diese Quest abschließen. Das muss nicht hintereinander sein. Ihr müsst halt nur 7 Tage das Ding abschließen und am 7. Tag bekommt ihr das Mount. Ich habe jetzt hier 6 von 7, habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Heißt, wenn ich jetzt hier reinlaufe, dann müsste gleich mein netter Diener noch kommen. Genau, da ist er. Seht ihr? So sieht er aus. Am Anfang ist er ein bisschen kleiner. Ich habe den jetzt schon ein bisschen hochgefüttert. Und was müsst ihr für Quests machen? Hier im Endmorast müsst ihr irgendwie so komische Büsche looten oder irgendwelche Mobs mit dem zusammen umklopfen. Übrigens, wenn der stirbt, ist auch kein Problem. Der spawnt immer wieder neu. Das ist alles kein Stress. Ja? Und wenn ihr dann die 7 Tage das gemacht habt, gibt es halt hier dementsprechend das Mount. Das können wir abgeben, können das lernen und dann können wir ihn tatsächlich auch reiten, und zwar heißt er Treuer Fresser. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt gleich mal an. Fresser, da haben wir den treuen Fresser. Und so ein ähnliches Mount, meine ich, gibt es auch fürs Meta-Achievement für die Dungeons. Und ja, hier muss man dann nicht irgendwelche Mythic-Dungeon-Achievements machen, sondern einfach ein bisschen Glück haben. Ein paar Quests ist, denke ich mal, die einfache Variante. Sieht sehr, sehr cool aus. So ein Model von Mount habe ich bis jetzt noch gar nicht gut. Vielleicht geht der Kohlefaust-Gronling so ein bisschen in die Richtung, beziehungsweise der Yeti. Aber das ist natürlich dann nochmal eine bisschen coolere Version, wie ich finde. Sehr, sehr schickes Mount. Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr bei dem Drop Glück habt. Und wie gesagt, nochmal hier an der Stelle, ihr kriegt es nicht ins Inventar. Ihr müsst dann einfach hierher laufen und die Quests machen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Nach 7 Tagen habt ihr dann euren schicken Gaul. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr euch fragt, was das
für Marks auf der Karte waren. Das ist Handy Nose Shadowlands. Das zeigt euch das auch so ein bisschen an. Und wenn ihr dann über das Symbol fahrt, seht ihr auch, bei welchem Tag ihr seid oder wie oft ihr das schon gemacht habt. Ist ganz praktisch. Braucht man jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht für den einen oder anderen, der sich gefragt hat, was sind das für Symbole, das als kleinen Tipp am Rande. Gut, das war's mit dem Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.